Worüber reden wir jetzt? Keine Ahnung. Ich mache mir erst so. Cedis und Micha Show. Hi, Leute. Cedis trinkt jetzt mal einen Kaffee. Ja, sorry, wenn man es jetzt ziemlich laut knistern hört. Könnte sein. Der Test ist heute. Wir haben heute neue Mikrofone gekauft. Und die testen wir jetzt. Und der Wind ist so laut, wir hören uns schon fast selbst nicht. Und mal gucken, ob ihr trotzdem einen perfekten, schönen Ton habt. Wenn nicht, dann werdet ihr dieses Video wahrscheinlich niemals sehen. Ja. Oh. Ja, hier telefoniert gerade einer und sieht sehr stressig aus. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, Leute, wir sprechen heute über diesen Mann hinter der Kamera. Ja, hast du eine Idee, worüber wir sprechen können? Nein. Nee. Ich auch nicht. Gar nicht. Vielleicht über den Drehbuch da, was du da hast. Ein Drehbuch, wie man ein Drehbuch schreibt. Aber es geht um Drehbuch schreiben. Es ist ein Buch mit Übungen, wie man ein Drehbuch schreiben kann. Es ist kein Drehbuch. Es ist ein Buch über Drehbücher. Das Handbuch zum Drehbuch. Übungen zur Anleitung zu einem guten Drehbuch. Ich habe noch nicht viel darin gelesen. Aber ich denke mir mal, wenn ein Buch so richtig alt ist, dann sagt mein Gefühl immer, da muss was Gutes drin sein. Das kenne ich aber auch. Aber danach liest man ihn nie. Das ist vielleicht aus cool. Dem amerikanischen. Oh. Weißt du, das sieht halt so aus wie die Bücher, die man in der Uni liest, weil man ein Projekt hat. Und da denkt man sich so, ja, okay. Aber die erste Auflage war 1991. Ach, krass. Und das ist. Kommt aus New York. Ha. Ha, okay. Hollywood also. New York ist nicht Hollywood, ne? Oh, scheiße. Nein. Eine Nähe ist Hollywood. Ja, es ist gefühlt fast am anderen Ende, aber... Näher als in Deutschland. Also, so. New York ist näher an Kanada als an Hollywood. Aber ist okay. Na, hier steht doch was. Was denn? Soll ich das jetzt vorlesen oder was? Hier, besonderer Dank an... Oh. Ja. So fangen Sie an. Ja, guck mal. Teil 1. Vorbereitung. Teil 2 Anwendungen. Das ist zu windig. Die Gliederung des ersten Aktes. Wie wär's mit. Was charakterisiert eine gut geschriebene Figur? Das ist wirklich cool. Wenn ich jetzt ein Zuschauer wäre, ne? Ich wäre schon lange weg. Ich glaube nicht. Soll ich mal ein bisschen vorlesen? Oder? Ja, les mal vor. Okay. Die sind so neugierig, die Zuschauer, die möchten das so. Hallo Mama. Was charakterisiert eine gut geschriebene Figur? Was ist eine gute Filmfigur? Was macht sie aus? Motivation, Dialog, Glaubwürdigkeit? Sicher all das. Das sind aber nur Aspekte von Figuren und nicht das Ganze oder der Kontext der Figur. Denken Sie darüber nach. Was macht eine gut geschriebene Figur aus? F. Scott Fitzgerald schrieb in einem seiner Tagebücher: Wenn du mit einem Individuum anfängst, schaffst du einen Typus. Seinen ersten Roman, This Side of Paradise, hat er mit 22 oder 23 Jahren geschrieben. Darin entwarf er das Porträt einer erstaunlichen Heldin, die er seiner Frau Zelda nachempfunden hat. Das Buch wurde in Kürze zum Bestseller und bald nach Erscheinen des Buchs wurde der von Fitzgerald geschaffene Typ in allen Filmen gefeiert. Ganz besonders in den Filmen mit Clara Bow, die als das Mädchen bekannt wurde. Die Frauen im ganzen Land ahmten sie nach, kleideten sich wie sie, machten sich Frisuren wie sie, traten auf und sprachen wie sie. Sie stellte die Lässige, die Freche, die Emanzipierte dar, ein echtes Phänomen der 20er Jahre. Die Freche ist ein Typus. Auch das Blumenkind war ein Typ, der von den Beatles und Bob Dylan in den 60er Jahren besungen wurde. Ihre Konzerte beeinflussten eine ganze Generation. Lange Haare kamen in Mode. Antikriegsdemonstrationen gehörten zum Alltag. Und überall gab es Blumenkinder. Gute Figuren sind Herz, Seele und Nervensystem ihres Drehbuchs. Ihre Personen lassen den Zuschauer mitfühlen. Ihre Personen sollen das Publikum bewegen. Es ist wesentlich für den Erfolg ihres Drehbuchs, gute Figuren zu erschaffen. Ohne Figuren gibt es keine Handlung. Ohne Handlung keinen Konflikt. Ohne Konflikt keine Geschichte. Ohne Geschichte kein Drehbuch. Wir Autoren sind von unseren Figuren nicht zu trennen. Wenn sie die Person erschaffen, schreibt Harold Pinter, beobachten sie ihren Autor äußerst wachsam.
Es mag absurd klingen, aber ich habe zweierlei Schmerz mit meinen Figuren erlebt. Ich habe ihre Schmerzen mitgemacht, wenn ich sie verzerrt oder verfälscht habe. Und ich hatte Schmerzen über meine Unfähigkeit, ihnen wirklich nahe zu kommen, wenn sie sich mir absichtlich entzogen und in den Schatten flüchteten. Es ist keine Frage, dass zwischen dem Autor und seinen Figuren ein Konflikt entstehen muss. Im Ganzen gesehen möchte ich sagen, dass die Figuren die Gewinner sind. Das sollte auch so sein. Wenn der Autor seine Figuren nach einer Vorlage entwirft und sich eng, sehr eng daran hält, und wenn sie seine Pläne nicht ständig durchkreuzen, wenn er sie gemeistert hat, dann hat er sie fast getötet oder zumindest ihre Entstehung bereits abgebrochen. Wenn sie ihre Figuren schaffen, sollten sie sie in- und auswendig kennen. Die Hoffnungen, Träume und Ängste, ihre Vorlieben und ihre Abscheu, ihr Leben und ihre Ticks. Was ist die beste Methode, eine Figur zu schaffen? Es gibt verschiedene Methoden. Fangen wir beim Anfang an. Wenn wir uns darüber verständigen, eine Figur zu schaffen, was meinen wir damit? In der Philosophie spricht man über ein Menschenleben, das an der Gesamtsumme der Taten gemessen wird. Unsere Leben werden daran gemessen, was wir in unserer Lebzeit erreicht oder nicht erreicht haben. Leben besteht aus Handlung, sagte Aristoteles. Und das Ende des Lebens ist eine andere Entscheidungsform von Handlung, aber nichts Gutes und nichts Schlechtes. Was ist eine Figur? Handlung prägt die Figur. Eine Person ist, was sie tut, nicht was sie sagt. Also wir müssen eine Person aufbauen, die eine Geschichte trägt, eine gute. Ich habe das jetzt mehr so verstanden, dass du diese Person, die du erfindest, musst du halt tiefgründig kennenlernen. So wie echte Menschen ja auch sind. Ein Mensch ist ja nicht einfach nur der Böse. Ja, genau. Und ein Mensch ist nicht einfach nur der Held. Ach so, ja, okay. Das ist zwar ein Typ, ne? Der Held ist wahrscheinlich auch ein Typ. Was hast du da, oder was hast du daraus verstanden? Boah, fast gar nichts. Ich fand's ein bisschen schwierig. So, hey, redet ihr jetzt über einen Schauspieler, der schon trainiert wird für die Rolle? Nein. Dachte ich auch erst. Nee, es geht um die Erfindung. Genau, für einen Charakter, eine Figur dann. Weil du musst ja erstmal einen Charakter erfinden, damit er gespielt werden kann. Das ist auch, glaube ich, schon schwierig, weil du brauchst die Geschichte oder du brauchst die Zukunft von der oder die Vergangenheit von deiner Figur. Was hat sie getan alles? Was sagt die oft? Wie geht die mit Menschen um? Wie geht die mit sich selbst um? Was macht die im Alltag? Was ist das für eine Person? Wie alt ist die? Was ist die? Schon in ja, irgendwie, ne? Selbst irgendwie seinen Roboter bauen, wie man will. Irgendwie. Oder vielleicht auch, dass man halt sowas nicht außer Acht lässt. Dass man nicht denkt, so, ach, interessiert doch keinen, was ihr Lieblingsessen ist oder so. Aber sowas macht ja die Figur dann vielleicht menschlicher, dass man sagt, ja, keine Ahnung, die treffen sich in einem Restaurant und dann... Genau, ihr Lieblingsrestaurant ist immer da und dann zeigt man kurz einen Clip, wie die mit ihren Freunden dort sich treffen und dann im Café passiert irgendwas Cooles, was die Geschichte dann, sag ich mal, lebenswert macht oder schön macht, anzugucken. Ich meinte jetzt eher so, dass sie dann da sitzen und dann sind da Pilze im Essen, weißt du, und dann so, oh, ich hasse Pilze. Ja, oder so. Weißt du, so, dass man so denkt, so, ah ja, das kenne ich, ne, es gibt halt, jeder hat irgendein Essen, was er hasst. Oder bestimmt hat schon mal jeder was bestellt. Aber ich frage mich auch, ich glaube, es ist schwierig, weil dass da was passiert, ist ja dann wieder mehr die Geschichte, die Handlung und nicht die Figur an sich. Ja, okay, stimmt. Ja, einmal ein bisschen was von der Person zeigen, ne. Okay, die mag keine Pilze. Oh, ihr Lieblingsgericht. Oh, vielen Dank. Das ist die Currysoße oder was. Ne? Macht eigentlich gar keinen Sinn, alles das zu wissen, aber das macht es irgendwie lebvoller. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand hat Geburtstag und bekommt dann ihre Lieblingsschokolade geschenkt von der und der Marke. Und dann weiß man, okay, die legt Wert auf, was weiß ich nicht, sowas. Ob das dann zu der Geschichte wichtig ist, weiß ich nicht. Aber dass man vielleicht, ich glaube auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man da so richtig tief reingeht, dass man wie so ein Charakterbogen hat von dieser Person. Und dass man vielleicht auch gar nicht alles in die Geschichte mit einbringt. Genau, aber dass man selber für sich weiß, okay, so und so ist dieser Mensch. Der würde das und das niemals tun. Oder der würde das und das auf jeden Fall in dieser Situation sagen. Das hat man oft bei so Netflix-Filmen.
Irgendwann guckst du Staffel 1, Staffel 2, voll cool, Staffel 3, 3 Jahre nichts mehr, neue Staffel kommt raus und du merkst, der Charakter hat sich irgendwie verändert. Der ist irgendwie dümmer oder der ist so, hey, das macht er eigentlich gar nicht. Und man hat so die Figur verloren, der Charakter ist ausgestorben. Das ist uns ja auch oft aufgefallen, dann, dass die Charaktere einfach nicht mehr Sinn ergeben. Die Schauspielern irgendwas jetzt, aber die sind nicht mehr... So für die Geschichte. Der Charakter ist irgendwie ausgestorben. Die ist so hä? Komisch, so ein neuer Charakter geworden. So. Ich glaube auch, man kann... Ich glaube, deswegen ist das wichtig, glaube ich, so eine Figur zu haben, dass man selbst weiß, so ist sie halt, was du gerade sagst. Das würde die nie machen so. Ne? Dass man das wirklich weiß, dass nicht so ein Fehler passieren kann irgendwann. Ja, ich glaube, man kann das... Man kann ja schon das machen, dass man die Person verändert. Genau. Wenn die einen Grund hat. Also wenn die... Den Grund muss man zeigen dann. Dass irgendwas passiert ist, was den Charakter verändert hat. Ja. Das ist dann ja wieder eine gute Charakterbildung. Wechsel, ja. Aber wenn die dann plötzlich in der nächsten Staffel, keine Ahnung, auf einmal komplett anders sind, anders reden, sich anders verhalten und es auch irgendwie keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. Genau, und es wird am Ende auch nicht gezeigt. Außer nur, dass die Geschichte irgendwie von neuen Leuten geschrieben wurde, weil die dann der Geschichte willens den Charakter verändern. Aber das macht halt dann irgendwie keinen Sinn, weil man denkt so, hey, die, keine Ahnung, in Staffel 1 ist das so voll die starke Frau und in Staffel 5 ist es so eine weinerliche, die alles aufgibt und ihr wichtigstes Ziel in ihrem Leben ist das ihr Job. Du weißt, glaube ich, von welcher Serie ich rede, oder? Ja, ja. Und am Ende ist sie auf einmal so voll weinerlich und voll anhänglich und sie hat ihre ganze Power verloren und es ging eigentlich die ganze Serie nur darum, wie wichtig es ihr ist, diesen Job zu machen. Und auf einmal gibt sie den komplett auf und alles ist auf einmal scheißegal. Ja, ja, stimmt. Der Charakterzug, der war richtig komisch. Das war irgendwie ganz komisch. Und das ist mir auch so aufgefallen. Ja, stimmt. Weißt du? Wow, meine Da ist gerade ein übelster Ass abgebrochen. So windig ist das, Leute. Ich hoffe, dass ihr uns überhaupt hören könnt. Boah, gut zum Reinschneiden. Kennst du diese Pranks, wo jemand sich extra erschreckt, damit der andere denkt, dass da irgendwas ist? Nein. Also hat sich das gerade ein bisschen für mich angefühlt. Dann nehmen die irgendwie auf und dann sitzt einer im Wohnzimmer. Hm. Doch, das mache ich selbst oft. Bei Andi. So, oh mein Gott! Und er guckt so, hä, was ist? Ha, ich hab dich verarscht. Oh. Boah, ich hasse sowas. Ich finde das richtig gemein. Ja, wir lernen also, Leute, wenn wir ein Drehbuch schreiben müssen, muss unser Charakter schon wirklich realistisch sein auch und schon ja, einen Charakter auf jeden Fall haben. Okay, wenn du jetzt direkt auf der Stelle deren Charakter ausdenken müsstest, wie würde er heißen? Ich nenne ihn Peter einfach. Peter? Peter ist so ein Vertrottelter, der stolpert manchmal ein bisschen her und rum. Okay. Ne? Hat aber ein Riesenziel. Mhm. Ist vielleicht auch ein Outdoor-Buchschreiber. Der hat ganz viele Zettel in der Hand. Ein Autor. Die Zettel fliegen ein bisschen weg von ihm und er so, na, sammelt die alle auf und all der ganze Buch ist vermischt. Der hat ein Ziel, der will ein Buch schreiben. Mhm. Ja. Und was macht Peter so in seiner Freizeit außer Buch schreiben? Arbeiten. Arbeiten. Ja. In seiner Freizeit. Nee, der hat noch einen Job. In seiner Freizeit. Na gut. Peter hat keine Freizeit. Peter hat keine Freizeit. Der arbeitet und in seiner Freizeit ja, schreibt er in sein Buch. Ne? Mhm. Und was arbeitet der? So ein Bürojob. Irgendwie so 4 Kästchen, ne? Was so telefoniert oder sitzt am Rechner, gammelt da, schreibt da irgendwas rum. Kundenservice halt, irgendwie sowas. Telefonservice oder? Ja, irgendwie sowas. Ja. Boss mag ihn gar nicht. Der Boss meckert ihn immer an. Ey, du bist heute 10 Minuten zu spät gekommen. Weil der irgendwie, ja. Weil er so vertrottelt ist? Nee, der ist der, einfach, weil sein Leben geht's gerade einfach nicht gut. Weil, ja, okay. Ja, der Zug ist halt einfach später gekommen, ne? Deutsche Bahn halt. Okay, und der kann halt nichts dafür, aber der Boss, ja, ist es eigentlich ihm egal. Und ja, Peter wird die ganze Zeit einfach klein gemacht und platt gemacht. Mhm. Aber der hat immer noch ein Ziel und sein Ziel ist halt einfach, ein übelst coolen Buch rauszubringen. Und der wird halt immer sehr, sag ich mal, sein Bewusstsein wird immer extra absichtlich irgendwie vom Schicksal klein gehalten, kaputt gemacht, dass er das nicht schafft halt. Ne? Aber der gibt nicht auf. Ja, irgendwie sowas. Und wie alt ist Peter? Peter, Peter ist schon 40. Oh. Der ist schon 40 oder ja, 38. 38, okay. Ja. Was schreibt er für ein Buch?
Das weiß ich noch nicht. Weiß er das denn schon? Das weiß er weiß es auch noch nein. nicht. Nein, ja, klar weiß er das. Aber okay, er weiß. Ich weiß nicht, was er schreibt. Okay. Ja. Was schreibt denn Peter? Vielleicht über das Glück? Frage ist... Jo. Erstmal hier. Vielleicht, wenn es so ironisch sein soll, schreibt er über nicht aufgeben oder so. Auch cool, ja. Und das, ihm passieren immer wieder beschissene Dinge. Oh ja, dann schreibt er halt für die Bücher, für die Leute, die genau in diesem Leben-Moment stecken, wo er drin steckt. Alles läuft schief, der Boss mag dich nicht, du bist ein Tollpatsch. Du also so ein Selbsthilfebuch. Ja, so ein ja, genau. Oder gibt es ja einen besseren Fachbegriff für euch? Selbsthilfe klingt immer so ein weiter... So ein kraftvoller Buch, was sich dein Bewusstsein wieder stärkt. Persönliche vielleicht. Weiterentwicklung. Ja, irgendwie sowas, ja. Peter will Leute ermutigen. Ja, mit seinem Buch. Ist eigentlich voll cool, die Geschichte. Ich feiere Peter jetzt schon. Wo lebt Peter? Auch nicht schön. In so einem Blockhaus mit mehreren Nachbarn. Die Nachbarn streiten sich immer, der Hohe, der hört das immer. Das heißt, wenn der, sag ich mal, an sein Buch am Wochenende schreibt, dann hört er die immer halt. Ne? Ah. Der wird sehr, sehr oft gestresst. Die Nachbarn mögen ihn nicht, weil sein Hund immer, der hat einen Hund, immer im Garten auf der Wiese kackt. Und ja. Peter hat gerade sehr, sehr viele Probleme. Warum kackt sein Hund denn bei den Nachbarn immer auf die Wiese? Weil Peter zu vertrottelt ist, der diese Leine reißt, dann rennt der Hund weg und kackt dann auf die Wiese. Oder Peter stolpert, weil der Hund zu doll zieht und Peter landet auf dem Boden. Und dann rennt der Hund weg und kackt wieder bei den Nachbarn. Ja, scheiß wieder in den Nachbarn. Und ja, ja. Ich bin ein bisschen Mr. Beast gerade, wenn ich das so sage. Wieso? Keine Ahnung. Bisschen vertrottelt alles. Ja, Peter halt, ne? Findest du Mr. Beast vertrottelt? Ja, Mr. Beast sag ich schon, wie heißt der mit dem Auto? Der dumme. Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Beast, Mr. Bean, alles dasselbe. Mr. Bean, ich dachte genau. Ich mir gerade so, hä, Mr. Beast? Ja. Vertrottelt? Okay, ja, Mr. Ja. Bean. Aber eher so der, sein Nachbar. Du beschreibst gerade Mr. Beans Nachbar. Ja, stimmt. Der mit seinem blauen Auto, der immer, wenn Mr. Bean kommt, immer hinfällt. Und der Mr. Bean hasst. Oder das sind die Nachbarn. Oder das sind die Nachbarn, ja. Es war doch, glaube ich, sein Nachbar, oder? Oder war das einfach immer nur zufällig der gleiche? Das sind deine Nachbarn, glaube ich. Ich dachte, er hat eine Nachbarin, aber ist ja egal. Hm. Ist ja nicht Peter-Geschichte, Leute. Aber er hat doch ein blaues Auto. Also, Mr. Bean hat ja ein grünes Auto. Und dann kommt immer einer mit einem blauen Auto. Und wenn Mr. Bean an ihm vorbeifährt, dann fällt der mit dem blauen Auto immer um. Ach, der. Ist das nicht auch dein Nachbar? Boah, das weiß ich gar nicht. Oder ist das einfach nur irgendjemand? Ein Arbeitskollege? Ich weiß gar nicht. Und dann regt er sich immer auf über Mr. Bean. Ja, Mr. Bean ist halt auch ein Charakter, ne? Meine Geschwister haben den auch. Mein Bruder hat den immer sehr geliebt. Und der hat sich immer totgelacht über Mr. Bean. Ich war immer so... Okay, also auch dieses, boah, ich fand also ich finde den, ne? Ich finde den also Schauspieler Mr. Bean finde ich gut, aber die animierte Serie fand ich richtig nervig. Die ist grausam. Ich weiß auch nicht, warum das so lustig. Mr. Bean erzählt ja auch gar nichts. Der redet ja null, glaube ich. Ja, das gehört der, ja dazu. Der redet ja mit seinem Teddybär. Der ist eigentlich ein Psycho. Aber das ist ja eigentlich das Coole daran. Dass du hast ja eine Comedy, also ich rede jetzt aber eher über die Filme als über die Zeichentrickserie, weil die fand ich nicht so gut. Mhm. Du hast ja sozusagen eine Komödie und du hast einen Charakter, der dich spricht und trotzdem irgendwie witzig ist mit seinen Gesichtsausdrücken. Ich meine, klar, ist auch ein bisschen dumm, aber trotzdem ist das ja so, auf ziemlich einfache Weise kann die ganze Welt mitlachen. Mhm, und du musst stimmt, die Sprache ja. nicht verstehen. Gut, die Leute, die vielleicht in dem Film reden, aber ich glaube, du verstehst, würde ich mal behaupten, jeden Mr. Bean-Film ohne die Sprache zu brauchen. Ja, das ist schon krass, dass sie das hinbekommen, ohne zum Reden Leute zum Dranbleiben. Ja, dass sie dranbleiben und Scheiß sich angucken. Ja, stimmt, wir würden jetzt hier sitzen und einfach nur... Mr. Bean ist der menschliche Charakter von... wie nennt man das Spiel... Die auch reden auch immer so. Sims. Die Sims.
Wirklich, Mr. Bean ist wie The Sims, so ein Charakter. Hm. Kann ich hier reden? Ja, aber die reden ja sogar. Die machen ja... Ja, stimmt. Ja, die reden mehr als er. Ja. Keine Ahnung, ich kann die Sprache nicht. Wie ist denn deine Figur, wenn du eine haben hättest? Boah. Teil 2 mit Ben. Wie der heißt, ich habe den Namen vergessen. Bob, Benny, der wird noch kommen. Meinst du Peter? Peter, genau, Peter. Ich habe einfach schon seinen Namen wieder vergessen. Ja, hier, meine Ahnung. Mein Charakter, Peter oder Benny, wie heißt er nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich würde eine Frau machen. Mhm. Wie alt ist die Frau? Das überlege ich gerade. Hm. Ich habe erst gedacht, so ein bisschen älter, aber ich glaube, ein bisschen jünger finde ich cool. Ja. Vielleicht sogar so 15, 16, 17. Mhm. Oder so in den 20, Mitte, Anfang, Mitte 20er. 20er ist cool, kannst du mehr machen. Die kann rausgehen, nicht mit Eltern. Ey, du musst um 11 Uhr wieder zurückkommen nach Hause. Aber ich glaube, ich fände es cool zu versuchen, mich in eine Person hineinzuversetzen, die jünger ist. Mhm, auch cool. Weil ich finde so, wenn man jemanden in seinen 20ern nimmt, das ist relativ leicht, sich da hineinzuversetzen. Mhm. Weil man einfach so von Freunden, von eigenen Erfahrungen und so, das ist alles nicht so... Das ist ja so ungefähr der Rahmen, in dem man sich selbst befindet. Hm, ja, stimmt. In sich in jemand Älteren hineinzuversetzen, fände ich, glaube ich, schwierig. Weil, klar, man sieht halt andere Menschen, aber ich habe nicht, glaube ich, genug Erfahrung mit älteren Menschen, was sie so tun, was sie sagen. Die tiefergehend sind als so Oberflächlichkeiten oder beruflich, dass man die auf der Arbeit kennenlernt oder so. Hm. Und ich habe auch leider irgendwie wenig Leute kennengelernt, die älter sind, die irgendwie cool oder glücklich sind. Einfach weil ich weil ich halt nicht so viele kenne, also nur so von der Arbeit her oder keine Ahnung, irgendwie so. Ja, stimmt, so 40-Jährige, sag ich mal, kennt man nicht so viel oder 50, die wirklich glücklich sind. Mehr also so ältere Leute, so 60, 70. Mit älter meinte ich schon eher noch älter. Aber. Ach so, die da kenne ich ein paar, die wirklich grinsen und glücklich sind, das ist schon cool. Oder also, so die 40er, ich glaube, die sind, oder ne, Leute, die 40 sind, 50. Da kenne ich, glaube ich, keinen, der so richtig glücklich ist. Die sind mehr so versteift. Und also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass alle alten Menschen unglücklich sind. Ich meinte nur, dass ich persönlich nicht genug Leute kenne. Genau, ja. Und nicht tief genug da Erfahrung habe. Aber vielleicht wäre es auch interessant, dass man jemand Älteren nimmt und den einfach komplett wie so ein, keine Ahnung, so ein Teenager sich verhalten lässt. Wäre vielleicht auch witzig. Das wäre auch cool, dass man so ein bisschen so sich irgendwie so einen spezielleren Charakter zusammenbastelt. Ja, so wie Jim Carrey. Dass man halt nicht so... Also mir wäre es wichtig, dass ich nicht irgendwie zu doll in Klischees reinfalle. Ich glaube, das ist sehr einfach. Ja, das ist... Dass man so sagt, ach, der Vertrottelte, der stolpert immer, der fällt hin, jetzt nicht böse gemeint. Aber dass der nicht nur das ist. Ne? Genau, ja. Dass der dann irgendwie mehr ist, dass der dann... Wie du schon meintest, er hat trotzdem großes Ziel und er schafft das. Genau, ja. Das ist dann ja auch irgendwie cool. Aber ja. Man denkt, man sieht es so, aber er ist ja eigentlich nicht so. Bei ihm ist das nur das Problem, dass er gerade einfach nur Pech hat und nicht, dass er vertrottelt ist. So, ne? Aber man sieht, wenn man das guckt, man denkt, er ist vertrottelt. Aber eigentlich ist er nicht vertrottelt. Eigentlich hat er einfach nur Probleme im Leben. Ah, okay. Viele. Mhm. Die halt den Anschein machen, dass er vertrottelt ist. Aber trotzdem hat er ein Ziel, macht ein Buch, schafft den Buch auch irgendwann am Ende und wird dann auch irgendwann auch damit was erreichen. Dann könnte so ein Deponiak. Ja, wirklich. Der Held ist ein Idiot. Ja, das weiß ich. Also ich habe halt an irgendwie ein bisschen jünger gedacht, weil ich dachte, vielleicht ist es cool, wenn man so einen Charakter hat, der oder die irgendwas zum ersten Mal erlebt. Hm. So wie... Keine Ahnung, die hat jetzt richtig Lust, eine große Reise zu machen oder so. Oder die hat, weiß ich nicht, ich kann leider gerade nur an die Reisen denken. So ein Job, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool finde. Aber mal ganz kurz, ich guck mal, ob die Aufnahme noch läuft. Mhm, wahrscheinlich, sonst hätte sie ja Klick gemacht. Ich weiß nicht, ob man das mit dem lauten Wind hören kann, dieses Klick. Ich glaube schon. Einfach nochmal neu, ne? Genau. Weil die würde jetzt in ein paar Minuten ausgehen. Ja, gutes Timing. Gutes Timing, ja. Labern wir ja schon. Kamera ist fast ausgegangen. Labern wir schon richtig lange. Keine Ahnung, ob man das benutzen kann. Ja, mal gucken, ob wir das nutzen. Das aber es geht eigentlich. Das kann man eigentlich nutzen. Meinst du, das interessiert jemanden? Wir haben ganz komische Themen, ne? Einmal über Reisen, wenn die Leute das angucken, die anderen Videos, die anderen Hörbücher. Oh, guck mal. Marienkäfer.
Podcast und dann reden wir irgendwie über ein Drehbuch. Das ist ein bisschen verwirrend alles, aber... Wieso? Ist doch egal, typisch, ne? Podcast, oder nicht? Also, das ist Podcast, also so einfach alles labern, egal was für ein Thema. Also für mich, das ist echt geil. Es gibt Podcasts, die irgendwie nur ein bestimmtes Thema haben. Ist eh ein bisschen entspannter, dass man nicht immer irgendwie ein Thema hat, dass man mehrere Themen einfach hat und fertig. Es kommt halt drauf an, aber es gibt auch viele, die einfach nur wild drauf loslabern. Es gibt auch viele, die erzählen einfach nur, was ihnen passiert ist die letzte Woche oder so. Das ist cool. Ich glaube, es gibt halt beides. Ne? Es gibt die, die wirklich nur ein bestimmtes Thema verfolgen, wie zum Beispiel so True Crime, dann reden die nur über Mordfälle oder so. Ja, ich bin mehr so ein Typ, der hat Bock auf viele unterschiedlichste Sachen. Das ist, glaube ich, cool. Nennt man einfach die Titel so, ne? Ja. Der Drehbuch deines Lebens oder sowas. Ja, zum Beispiel. Dann gibt es Podcasts, die halt ein großes Thema haben, aber jede Folge ist trotzdem was anderes. Also zum Beispiel das Thema ist dann, keine Ahnung, Paartherapie oder sowas in der Art. Dann gibt es welche, die halt wirklich alles Mögliche machen. Und dann gibt es auch, also es gibt auch viele, wo die dann in ihrer Folge einen Gast haben und sich mit dem Gast unterhalten. Das gibt es auch ganz viel. Es gibt auch einen, den habe ich mit Sam mal gehört, auf unserem Roadtrip. Weil die hört ein bisschen mehr Podcasts als ich. Ich höre fast gar keine. Ich auch nicht, ne? Ich mache nur welche. Leute. Die sich dann keiner anguckt. Hey, vielleicht mindestens 5 Leute gucken sich das an. Dankeschön, Leute. Warte, was soll ich sagen? Ja, das war irgendwie, die haben dann von Zuschauern, haben die so Geschichten bekommen. Und das ist so, wie so, ich weiß nicht, was auf Deutsch sagt, Gossip. Also so ein bisschen wie so Lästern, aber kein Lästern. Also so Geschichten, die so in der Familie rumerzählt werden. Hm. Sowas in der Art. Und dann sind das halt... Plaudern. Ja, irgendwie so... oder waren das teilweise halt auch echt witzige Geschichten oder so, die sich dann über Jahre hinweggezogen haben, weil keiner wusste, wer war es oder so. Wir haben uns eine Folge angehört, da ging es irgendwie, da hat irgendjemand einen Hotdog in der Toilette runtergespült, so richtig dumm, irgendwie bei einem Familienfest. Und das ist irgendwie 20, 30 Jahre nicht rausgekommen, wer das war, weil das war irgendwie, hat irgendwie so viele Probleme gemacht, dass die das komplett austauschen mussten. Also es hat irgendwie die Toilette verstopft und es ging nicht mehr und dann mussten die das komplett neu machen. Und dann war halt der Opa halt so sauer, weil ich glaube, das war sein Haus. Und da wussten die, glaube ich, dass es eins der Kinder war, aber die Kinder haben alle geschwiegen. Und jedes Kind hat gesagt, dass es jemand anderes war. Und dann ist das halt irgendwie so, einer wurde dann beschuldigt für ganz, ganz viele Jahre. Und ich glaube, irgendwann ist dann halt rausgekommen, dass das jemand anderes war. Und auf jeden Fall, das wurde so cool erzählt, so spannend. Und dann haben die so vorgelesen, die Geschichte. Und dann haben die selber spekuliert, so wer könnte das wirklich gewesen sein. Und das war ganz witzig. Und dann, die machen halt so nur sowas. Ich glaube, baut euch euren Charakter selbst und seht euch da drinnen und verfeinert das euch so, wie ihr es möchtet. Man kann es auch im Leben mitnehmen. Man kann auch einfach für sich selbst das auch, ja, sich so so bauen, wie man es haben möchte. Ne? Ich will sportlicher werden. Ich möchte die Person sein, die jeden Tag einmal rausgeht für eine Stunde und kann Luft atmen, was auch immer. Man kann es ja auch für sich nutzen. Ne? Und da sage ich mal. Ja, okay, man kann, wenn du deine Selbst du kannst dich auch selbst schreiben. Selbstentwicklungs Geschichte rausmachen willst, dann könnte man vielleicht überlegen, okay, wer wäre ich gerne? Vielleicht nicht komplett übertreiben und sagen, ich wäre gerne Superman oder so. Ja, Superman wird schwierig in diesem Leben. Aber dass man irgendwie was Realistisches nimmt und sich so einen Charakter schreibt, wie wäre ich gerne nächstes Jahr oder so. Ja, auch cool, das ja. Das könnte echt interessant sein. Dass man dann irgendwie... Oder man schreibt sich wirklich selber auf, ist vielleicht auch cool, dass man sich wirklich selber mal richtig tief kennenlernt. Dass man sagt, okay, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken? Was mag ich gerne, was mag ich nicht, wo gehe ich gerne hin, was macht mich traurig, was macht mich glücklich, was habe ich für Moralvorstellungen und so. Das könnte, glaube ich, auch ganz cool sein. Das Drehbuch deines Lebens. Ja, genau. Das ist so das, was du eben meintest. Ja, wirklich. Schreibe dir dein eigenes Drehbuch. Haut rein, Leute. Nein, das war nur. Ciao. Tschüss.